Ena Pohl, Gratulation zur Bronzemedaille. Du bist erst 17 Jahre alt und hast schon in deinem ersten Jahr bei den Junioren eine Medaille geholt. Wie glücklich bist du? Ich bin wirklich sehr glücklich darüber. Ich hätte nicht mit dem Ergebnis gerechnet. So. In deinem zweiten Kampf hast du gegen Jovana Obradovic gekämpft und gewonnen. Das ist eine ganz unangenehme Gegnerin. Du hast schon ganz oft gegen sie gekämpft. Wie war das? Also wir hatten uns halt viel darauf vorbereitet und ich habe halt auch schon wirklich immer und oft gegen sie verloren. Und es war halt wirklich das Größte, gestern mal zu gewinnen. Kommen wir zu dem Kampf um Bronze. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass es halt so schnell geht und dann halt nicht ganz so extrem schwer war, weil an sich ist die Lerke Olsen halt eine wirklich starke Gegnerin und wir sind halt schon des Öfteren aufeinander getroffen. Sie hat ja auch mal eine Weile in Deutschland trainiert, daher kenne ich sie auch und ja, also ich war echt glücklich, dass es dann so schnell vorbei war. Was denkst du, wie ist der Teamspirit im deutschen Team? Also es ist super, weil wir halt auch noch alle recht jung sind. Wir kennen uns noch aus der U18 und wir sind halt wirklich mein Team und das hilft auch viel. Vor allem, wenn man dann das ganze Team am Rand hat und es einen anfeuert. Das macht viel aus.